Hallo und herzlich willkommen zurück zu Wir müssen unser Inventar aufräumen. Haben wir hier tatsächlich in dem Reiter des Inventars noch nie gemacht. Deswegen wird es mal Zeit. Ich weiß nicht, ob ich jetzt unbedingt bereit bin, die alle zu verkaufen. Weil ich müsste jetzt auch mal gucken. Verwandlung, also das ist hier. Irgendwie bin ich. Ich habe mich gerade ein bisschen mit der Taste vertan. Alles gut. Also das, was Verwandlung ist, das ist ja eh alles für das Tierchen. Die gebe ich dem jetzt erstmal einfach rüber. Verwandlung, Verwandlung. Verwandlung, Verwandlung, Verwandlung. Verwandlung. Verwandlung, 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 Verwandlung. Oh, und permanente Verwandlung. So, so. So, und jetzt, ja, würde ich mal sagen, das kann. Ah, nee, eigentlich. Das muss ich dann schon selber irgendwie verkaufen. Ja, damit kann man natürlich so ein bisschen was anfangen, ne? Und damit auch. Das heißt, die könnten wir ja auch mal ein bisschen verballern. So. Das ist das. Und jetzt sehe ich eine Truhe, die ich haben möchte. Die ich ausräubern will. Hallo? Als ob ihr eine Chance hättet. Ich wollte eigentlich auch, So. Das ist erstmal erledigt. So, ich werde jetzt mal hier auf die 4 drücken und auf die 5 drücken, damit wir hier die 5 Minuten währenden Attribute auch haben. Weil, warum nicht? Würde ich jetzt mal so sagen. Okay, wir müssen einmal hier hoch. Typ, typ, typ. Ja, ich weiß nicht, ob man das unbedingt so hört, im Übrigen. Ich habe so ein bisschen. Ja. Weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Meine Nase sitzt im Moment so ein bisschen zu. Nichts Dramatisches. Aber ich höre mich dann zwischendurch, zumindest für mich selber, ein wenig nasal an. Ah ja. Da kann man die reintun. Ich mache das einfach mal. Ja, des Feuers, den haben wir noch nicht. Aber des Eises. Jetzt müsste ja hier. Ah ja, Elektrizität. Ja, dann fehlt uns wohl Feuer. Bin ich mir sicher, kriegen wir auch hier irgendwo auf der Karte noch. Glaube ich fest dran. Ach, da komme ich nicht hin. Das ist ja auch nicht so schön. Nun gut. Kann man nicht ändern. Muss man halt außen rumlaufen. Das ist natürlich blöd. Aber. Das sieht nach Spinnennetzen aus. Ich mag Spinnen aber doch gar nicht. Spinnen sind bäh. Truhe ausgeräubert. Ah, da sind sogar schon Spinnen am Rumtouren. Ich mag Spinnen echt nicht. Ganz ehrlich. Ja, gut, hier war es das. Damit kann ich umgehen. Hier ist so ruhig. Ach, da. Dachte schon. Dachte schon, ich hätte was verpasst, aber. Nein, ich habe nur sozusagen in die falsche Richtung geblickt. So, ich habe was Güldenes gesehen. So im Vorbeigucken.
sozusagen. So, jetzt habe ich auch das goldene Ding. Ich gehe jetzt aber trotzdem erst noch mal hier lang. Oh, hier ist ja nichts. Okay. Kein Gegner, kein irgendwas. Einfach ja nichts. Gut. Ja, jetzt ist so ein bisschen die Frage, weil ich komme hier so schlecht hin. Da ist das. Also Hauptquest nochmal zum Schluss. Da gehe ich jetzt noch nicht hin, auch wenn ich hier gerade vorbeigelaufen bin. Machen jetzt erst noch hier weiter. Und dann setzen wir dieses Feuerdings hier noch ein und gucken mal, was passiert. Und wenn wir das erledigt haben, machen wir die Hauptquest. Hoffe, damit sind alle einverstanden. Wenn nicht, Beschwerden bitte jetzt. Keine Beschwerden gehört? Super. Ja, ich weiß. Ich kann manchmal ein bisschen gemein sein. Das war's schon? Was war das denn? Das ist... Also wenn da steht Monsterschreien oder wie auch immer das Ding heißt, dann erwarte ich ein bisschen mehr als da so drei Viecher. Naja, egal. Bin ich... Ah ja, jetzt muss ich hier, hier und da muss er hin. Es passiert auf jeden Fall schon mal was. Dauert ein bisschen. Bisschen lange. Elementaroase. Gehen wir natürlich erstmal rein. Ist ja klar. Abankiert. Oder so ähnlich zumindest. Hier nur irgendwas am Rumtun? Nein. Stirb! Wollte ich gesagt haben. Nur so zur Info. So. Dann jaul nicht. Ich immer mit ihrem, ich habe wenig Mana, Scheiß. So. La, la, la. Wir laufen hier ganz unschuldig lang und wir töten überhaupt nichts und niemanden. Wir sind nur Durchreisende. Wir machen nichts Schlimmes. Wir haben keine Aversion gegen irgendwelche uns unbekannten Viecher. Oder Kriegstrolle oder Felstrolle. Mm-mm. Schon wieder? Es ging schnell. Jetzt muss ich hier erst gerade noch zumindest so ein paar Sachen irgendwie wegkriegen. So, Achso, das wollten wir behalten, ne? So, 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 so. Das weg, das weg, das weg, das weg, das weg, das weg. Weg. Kann ich eh nicht benutzen. So, weg. Weg. Giftpanzer.
tauschen wir mal aus. Nö. 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 So. Jetzt meine ich. So. Haben wir das auch erledigt? Dann können wir ja jetzt hier fröhlich weiter töten. Das freut mich immer wieder zu hören. Immer und immer wieder. Ich weiß schon wieder überhaupt nicht, wo ich lang soll. Es ist hier so groß irgendwie. Ich sollte auf jeden Fall da weg. Wo ist denn das Viech? Und da, unten. Gut, komme ich eh nicht hin. So, wir gucken. Ach, da. So, hier ging es irgendwie lang. Dann fangen wir nämlich hiermit an. Ich weiß jetzt nicht, wie klug diese Entscheidung ist, hier anzufangen. Aber, können wir ja. Hatten wir ja gerade quasi erst. Und nicht so lange her, zumindest. So. Dann sind wir auf jeden Fall da. Okay, also wir müssen auf jeden Fall jetzt hier runter. Ich versuche hier gerade durchzusteigen, was wo wie lang Sinn macht. Fällt mir etwas schwer. So, haben wir Dette. Töten wir Dette. Dette auch. Haben wir hier unten auch alles weg. Dann geht es wohl hier weiter. So wie das aussieht. Weiß jetzt nicht, hier oben waren wir ja auch noch nicht, also laufen hier auch noch so ein paar Viecherse rum. Mhm, ich merk's. Ah ja, ich habe gerade gesehen, dass. Also ich sehe gerade den Pfeil nach unten. Was so viel heißt, wir haben quasi gefunden. Ja, ja, ja. Wo wir hin müssen. Und das wiederum heißt. Ich renne erstmal in die andere Richtung. Ja, das heißt erstmal hier einmal lang gucken, was uns hier so erwartet. Die blöde Todeskappe, die eben auch schon fast umgehauen. Asmok. Wow. Okay, ist gut. Lauf da weg, das macht nur böse Aua. Mykon-Scheusal. Mhm. War ja von auszugehen. Ja, ich wollte jetzt nur hier gucken. Aber hier ist ja gar nichts. Mist. Na, alle Mykoniten tot, ja. Gut. So, haben wir hier hinten auch alles erledigt, wie es ausschaut. Dann können wir hier in der Ecke weitermachen. Hm. Weiß jetzt nicht, wo und wie. Erstmal da lang, wo Zeug ist, was getötet werden kann. T
Mehr. Mehr. Okay, dann haben wir hier auf der Ebene das auch erledigt. Töten wir gerade noch hier alles. Und dann können wir eine Etage tiefer latschen. Jo. Das. Wieder zurück. Lauf. Ich sehe im Moment natürlich auch cool aus. Das eine Ding ist der Feuer. Irgendwie hat das andere hat Eis oder was. Läuft. Ja. Jetzt. Geht's erstmal hier lang, aber hier scheint es irgendwie keine Gegner zu geben. Interessant. Naja, hier sind vier von den Dingern. Fangen wir damit an. Wir haben Feuerelementar gewählt. Wir haben Feuerelementar getötet. Noch irgendwas, was es hier gibt? Anscheinend nicht. Gut, dann geht's wohl wieder zurück. Next. Na. Ich. Eiselementar ist auch erledigt. Dann geht's wieder zurück. Dann haben wir ja Blitzelementar, also wohl Elektro. Na, schön. Ich meine, kann ja sein, dass hier noch irgendwo was ist, ne? Man muss immer gucken. Man weiß es ja nie. Und dann wird das wohl Gift sein. Gift hatten wir noch nicht. Ja, Gift im Winter. Na. Typ. Da ist aber noch Zeug am Rumlaufen. So, aber damit haben wir auch das. So, jetzt haben wir eins in der Mitte. Was das Portal nach Hause ist. Verzaubert mit einzigartigen Fähigkeiten. Ah ja. Ja, ich bin da vielleicht etwas unspektakulär, weil ich so wenig verzaubere und so. Tut mir leid. Ich hoffe, ihr werdet es überleben. Ja, haben wir das fertig. Dann würde ich sagen, geht es weiter zur Hauptquest. Denn ansonsten haben wir hier jetzt zumindest auf der Liste mit den aktiven Quests nur noch stehen die Quests mit den Roboterteilen und eben die Hauptquest, also verwüstetes Schlachtfeld. Werden wir jetzt mal sehen, was da genau auf uns zukommt. Ich bin gespannt. Wie ich ja schon das ein oder andere Mal sagte, ich habe es zwar schon mal gespielt, auch schon das ein oder andere Mal durchgespielt, aber ich erinnere mich jetzt nicht mehr an alle Details. Wer seid ihr und was wollt ihr hier? Ihr wollt durch dieses Tor? Ha! Nun, so einfach ist das nicht. Alles hat seinen Preis. Das wisst ihr doch inzwischen. Wenn ihr uns bei der Lösung unseres Problems helft, dann lösen wir das eure. Tiss, der große Spektraldrache hat uns vor langen Jahren etwas gestohlen. Wir möchten es wiederhaben und ihr werdet es uns beschaffen. Oh ja. Er hat uns eine Krone geraubt, ein Familienerbstück. Er wird sie natürlich nicht einfach herausrücken. Aber dieses Tor ist undurchdringlich. Hier verschwendet ihr nur eure Zeit. Da habt ihr bei Tiss bessere Aussicht auf Erfolg. Ihr findet ihn in den vergessenen Hallen. Viel Glück, ihr werdet es brauchen. Okay. So.
Die Krone aus den vergessenen Hallen beschaffen. Okay. Guck jetzt mal gerade, wo wir genau hin müssen. Ja, also vielleicht sollten wir auf jeden Fall da langlaufen, wo man auch langlaufen kann. Das. Ach ja, stimmt. Wir hatten ja noch das eine Dingsy, wo man nicht hinkam. Da ist was rausgekommen. Hab's genau gesehen. Das haben wir ja noch offen, genau. Da wussten wir ja nicht, wie man da runterkommt, weil das Portal-Ding nicht offen war. Ich erinnere mich. Aber, hä? Ah, Ja, ich sehe allerdings auch gerade, dass wir da hinten immer noch nicht alles erforscht haben. Die Map ist ganz schön groß. Mir gar nicht aufgefallen. Dann kleine Planänderung. Werden wir jetzt erstmal das erforschen, was wir noch nicht erforscht haben. So. Beziehungsweise, nein, falscher Knopf. Beziehungsweise, wir werden jetzt erstmal diese Folge hier abschließen. Ich werde mich erstmal für das Zusehen bedanken und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss!